Wie haben Sie gestochen? Im Stehen oder im Sitzen? Und Sie? Stehen. Wie aus dem Umfeld des Opfers zu hören ist, war die erfolgreiche Geschäftsfrau bis vor einigen Monaten auf diversen Kontaktportalen aktiv. Ob das mit ihrem Tod vor 3 Tagen in Verbindung steht oder was sich hinter der grauenvollen Tat verbirgt, lässt sich zur Stunde nicht sagen. Warum ist das geschehen? Warum? Ich hatte genug. Von was hatten Sie genug? Von ihr. Was meinen Sie damit genau? Ich habe immer wieder gedacht, dass jeder Mensch immer wieder die Chance hat, richtig zu handeln. Und ich habe mich immer wieder gefragt, warum das einfach nicht passiert. Länge und Breite sind gewissermaßen ideal. Ideal für was? Ein sicheres Ende. Da spürst du nichts. Gibt es jemanden, der ihr näher stand? Kennen Sie einen Namen? Sie hat auf den Fluren gegrüßt, sie hat allen geholfen, wunderbar. Aber keiner hat auch nur irgendeine Ahnung von ihrem Privatleben, und zwar keiner. Ich meine, das ist doch irre. Frau war hier, schaute Messer an, dann... Hack, 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 hack. So wie es aussieht, haben sich die beiden doch mehr, also ich meine, besser gekannt. Wer wen? Hatten Sie eine tiefere Beziehung? Kennen Sie den kleinen Jungen? Nein. Dankeschön, Frau. Sie lügt. Weißt du, manchmal will man es einfach nicht mehr wissen. Man will es einfach nicht mehr wissen. Diese ganze Scheiße, man will es nicht mehr. Glaubst du, er könnte jemanden erstechen? Der Täter gilt als hochgefährlich. U- und S-Bahn, Busse, Bahnhöfe, das ganze Programm. Frau Hein, ich weiß nicht, was Sie verbergen und warum. Aber ich möchte Ihnen was aus meiner Lebenserfahrung sagen. Die meisten Geheimnisse schaffen Unglück.